Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus. Heute wollte ich euch mal den Supercharger in Dietikon in der Schweiz vorstellen. Der hat insgesamt 24 Stalls für Tesla-Autos und hat eine sehr schöne Lounge, wo man sogar draußen Tischtennis spielen kann. Man kann sich innen drin hinsetzen, kann Kaffee trinken und Snacks aus Automaten ziehen. Man kann sein Handy an USB-Ports aufladen. Man kann hinten Tischkicker spielen. Man kann an der Konsole sich die Zeit vertreiben. Und es ist einfach nur schön da. Also mir gefällt es da sehr, sehr gut. Und selbst die Toiletten, die sie da drin haben, sind sehr sauber und ordentlich. Also absolut spitze. Man muss halt vorher auf dem Navi gucken. Da gibt es einen sogenannten Access Code. Das heißt, dieser Lounge-Bereich ist durch so ein Keypad geschützt. Ihr müsst halt vorher auf dem Navi auf den Standort klicken. Da öffnet sich ja dieses kleine Fenster, wo steht, wie viele Stalls verfügbar sind. Und da steht so ein vierstelliger PIN und den braucht ihr, um in diesen Lounge-Bereich reinzukommen. Ein Like von euch fände ich total super und über ein Abo wäre ich total dankbar. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer die neuesten Videos von mir. Und danke fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, schaut auch gerne in meinem Kanal mal nach. Da gibt es interessante Videos, unter anderem auch hier ein Ladekurvenvideo bei minus 15 Grad. Das ist sehr spannend, finde ich. Ihr könnt euch gerne mal meine anderen Videos auf dem Kanal anschauen. Da gibt es zum Beispiel einen Roadtrip an die Costa Brava oder ein Hypermiling mit dem Standard Range Plus oder einen Trip an die Nordsee. Und die ganzen Ladekurvenvideos habe ich euch mal oben verlinkt.